Kack. Boah, Jesus Christus, Lisa, hast du mich erschreckt. Jawohl! Was geht ab, liebe 96-Fans? Der versprochene dritte Vlog ist da. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Ich bin nicht mehr an der Kartbahn, nein, ich bin am Sportplatz. Hier findet gleich das große Testspiel statt im XXL-Format. Über 120 Minuten gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Und Testspiel, das ist nicht nur für unsere Mannschaft, um Abläufe weiter zu optimieren und sich weiter einzuspielen, sondern auch für mich. Ich meine, die Sommerpause war lang. Das letzte Spiel, übrigens von der U23, das Aufstiegsspiel gegen Würzburg. Ja! Das war auch mein letztes Spiel, in dem ich gevloggt habe. Also heißt es, wieder reinkommen in diese Spieltagsvlogs. Ja, in 2 Wochen geht ja auch schon die Liga los und dann will ich für euch auch wieder on point sein. Also gehen wir es an und schauen, was es gibt. Ich nehme euch mit. Let's go! Dann gehen wir mal hier in die Katakomben rein. Ich weiß gar nicht, welche Liga der hier beheimatete Club spielt. Allerdings hat er im Laufe der Jahre schon einige internationale Clubs beheimatet, wie man hier in den ganzen Wimpeln sehen kann. Ja, unter anderem der SC Paderborn. Und hier geht es dann bei uns Richtung Kabine. Oh, ich bin schon dran vorbeigelaufen. Hier geht's rein. Unser Zeugwart Julian, es geht. Hello there. Na? Wir spielen heute in den Ausweichtrikots und ihr wisst es, ich liebe es, Trikotchecks zu machen und das hier, boah, habe ich keine Worte für, da bin wahrscheinlich nicht nur ich Fan von. So ein Retro-Kit, das ist schon einfach Hammer, also wirklich, wenn man es sich mal von vorne anschaut, au, das ist mal eine Musikbox, oder? Crazy. Das zerscheppert hier wahrscheinlich alles, wenn du das mit ein bisschen Bass hörst. So. Dann ist die Mannschaft auch da. Boah, Jesus Christus, Lisa, hast du mich erschreckt. Bitte? Wann? Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Lisa, danke. Ich bin fast ein Herztod gestorben. Bei uns findet natürlich der obligatorische Rasencheck, Platzcheck einmal statt. Das alles natürlich wieder vor einer beeindruckenden Kulisse. Aber das ist ja gefühlt hier an jeder Ecke in Österreich der Fall. Mittlerweile ist es ungefähr eine halbe Stunde vor Anpfiff, also 13.30 Uhr, ist hier deutlich mehr Betrieb. Auch die Ränge füllen sich immer weiter. Ordentlich was los hier zu unserem Testspiel in Leogang. Einige dieser Personen, die erkenne ich auch schon ganz gut wieder, weil die schon die ganze Woche da waren hier im Trainingslager, bei jeder Einheit zugeschaut haben. Da auf jeden Fall mal ein dickes Dankeschön. So, und dann geht's los. Die beiden Mannschaften kommen raus, angeführt von Ron auf hannoverscher Seite. Jetzt gibt's noch einmal Handshake und dann kann das hier direkt starten. Fehlen darf selbstverständlich auch nicht der obligatorische Mannschaftskreis vor dem Spiel. Ich folge mal unserem Kameramann. Der hat sich schon positioniert hinter dem Tor von Twente. Damit ich auch jedes Tor, das wir hoffentlich schießen, für euch optimal drauf habe. So, jetzt bin ich direkt neben Elias. Hallo. Dessen läuft der, ja, womöglicherweise nächste Angriff, leider nicht ganz. Hier,
Das ist übrigens unsere neue 10, Yannick Rochelt. Am Mittwoch ist er hier angekommen im Trainingslager in Saalfelden. Jetzt zum ersten Mal im 96-Trikot im Einsatz. Gute Position direkt an der Strafraumkante. Sehr, sehr nah zum gegnerischen Tor. Guter Versuch von Enzo, aber den hat Lars Unnerstall. Schade, wenn er den noch rübergelegt bekommt, der Yannick Dehm. Dann hätte es für Nico sogar reichen können, vielleicht mit der Fußspitze den Ball irgendwie ins Tor zu befördern. Und dann ist es passiert. Twente leicht mehr Spielanteile gehabt bisher als wir und auch die konkreteren Chancen. Jetzt ist es dann geschehen. Der Ball zappelt hinter Ron im Netz. Das muss man den Niederländern schon zugestehen, dass sie in den letzten Minuten ein bisschen drückender waren. Was den Zug Richtung Tor betrifft. Aber wie gesagt, hier ist ja noch gar nichts verloren. Und es geht ja auch vor allem daran, hier neue Dinge auszuprobieren, zu testen, sich weiter einzuspielen. Da steht er mit dem 0:1 für Twente. Geht es nach 30 Minuten noch in die erste Viertelpause. Oh, es war wieder knapp, fast abgeschossen worden, sonst ey. Jawohl! Flanke Yannick Dehm und dann ist Nicolo Tresoldi da im Sturmzentrum und setzt das Ding in die Maschen. Stark, das meinte ich doch, 1:1 noch genug Zeit. Stark. Oh! Diesmal, es ähnelt sich, Flanke von links, Marcel Halstenberg und dann Yannick Rochel an die Latte. Also 96 jetzt hier langsam, aber sicher so ein bisschen am Drücker. Auch stark durchgesetzt von Yannick Rochel, da auch wieder über die linke Seite. Oh, und dann im letzten Pass, der kommt leider nicht durch. Da sind ungefähr 6 niederländische Beine dazwischen. Schade, Schokolade, aber jetzt gibt es immer eine Ecke. Jawohl! 2:0 96, Seymo Roya, aber der Mann da mit den gelben Schuhen, die Nummer 32, was ein Einsatz vorher hier vorne, stark durchgesetzt gegen gleich 2 Gegenspieler von Twente und dann schön die Übersicht gehabt und rübergelegt zu Sey, der dann natürlich aber auch wundervoll und überlegt vollendet. Oh, nächste gute Aktion. Fabi Kunze, Ball gewonnen im Mittelfeld. Flanke aus dem Halbfeld und da ist Yannick Rochelt, der das mit dem Heber versucht. War auch wahrscheinlich die einzige Option in dem Moment, um den Ball aufs Tor zu kriegen. Ja, da ist es dann doch passiert. 55. Minute. Twente Enskede mit dem Ausgleich. 2:2. Boah. Pfosten zum Abschluss und dann geht's in die Halbzeit. Zwei Minuten stehen noch auf der Uhr bis zur nächsten, Viertelpause. Viertelpause. Also 3 Viertel sind jetzt gleich geschafft. Ein letztes Viertel von 30 Minuten wird es dann noch geben. Das Spiel ist jetzt so ein bisschen, hat sich so zwischen die Strafräume verlagert. Chancen nicht mehr so da auf beiden Seiten. Also immer mal vielleicht Nadelstich, ja, aber jetzt keine konkreten Chancen. Also hat sich schon echt ins Mittelfeld verlagert. Die finalen 30 Minuten laufen jetzt. Boah. Die 107. Spielminute, schade, schade. Twente Enskede doch noch mit der 3:2 Führung jetzt.
bitter. Wir waren eigentlich gut im Spiel, natürlich jetzt auch viel durchgewechselt. Oh, what the fuck. 3 Minuten vor dem Ende nochmal eine sehr gute Freistoßposition. Monty wurde da gelegt. Jawohl! Brooklyn Eze in der 118. Spielminute zum wirklich, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, verdienten 3:3 Ausgleich. Wahnsinn. Und dann ist Schluss. 3:3 trennen sich Hannover 96 und Twente Enschede. Wirklich ein gutes Ergebnis. Phasenweise starken Fußball gespielt hier von Hannover 96. Und damit war es das auch mit Vlogs aus dem Trainingslager hier in Saalfelden, Österreich. Ich möchte mich herzlich bedanken für das Schauen der Videos, für die Kommentare, die ihr abgegeben habt, für die Likes und Abonnements, die ihr dagelassen habt. Ich hoffe, wir konnten euch diese Zeit hier in Österreich, die 7 Tage, ein bisschen näher bringen, euch Einblicke mit in Hannover oder wo auch immer ihr seid geben. Und auch in Hannover geht es dann natürlich weiter mit coolem Content, da werden wir nicht nachlassen. Also bleibt dran und verfolgt uns weiter. Wir sehen uns dann schon ganz bald wieder. In nicht mal 2 Wochen startet dann ja auch schon die neue Zweitligasaison. Also es ist alles gar nicht mehr so lange hin. Herzlichen Dank, wir sehen uns, macht's gut, ciao.